1948. In Griechenland tobt der Bürgerkrieg zwischen Royalisten und Kommunisten. Die Kämpfe konzentrieren sich im Norden, im ägäischen Teil Makedoniens. Wieder sind Abertausende auf der Flucht. Die Kommunisten beschließen, die Kinder zu evakuieren. Es waren fast 30.000. Man transportierte sie in die sozialistischen Bruderländer, nach Bulgarien und Polen, nach Russland und Rumänien, nach Kasachstan und in die Mongolei. Viele von ihnen sind bis heute verschollen. Viele haben ihre Familien nie mehr wiedergesehen. Keiner durfte in sein Heimatdorf zurück. Griechenland verbietet den Verschleppten die Einreise. Bis heute. Ich wurde 1941 in dem Dorf Babtschor geboren. Das liegt im ägäischen Teil Makedoniens in Griechenland. Als ich 7 Jahre alt war, wütete der Bürgerkrieg in Griechenland. In seinen Wirren wurde ich, wie tausende anderer Kinder, von meiner Familie getrennt und in fremde Länder gebracht. Ich kam nach Rumänien. Dort blieb ich 8 Jahre lang. Man brachte mich immer wieder in andere Heime. Dann kam ich in die Republik Makedonien, denn meine Eltern waren aus Griechenland hierher geflohen. Und hier trafen wir uns endlich nach 8 Jahren wieder. Kolemanef ist einer der bekanntesten Künstler Makedoniens. Seine Familie wurde nach dem Sieg der griechischen Königstreuen Makedonier verfolgt und alle Winde zerstreut. Nach Bulgarien und Rumänien, in die Tschechoslowakei, nach Amerika und Kanada, nach Australien, wo sie die Sehnsucht umtreibt nach der alten Heimat. Niemand kann die Wärme eines Vaters oder einer Mutter ersetzen. Isolation, Einsamkeit, Angst, diese Empfindungen prägen Kolemanefs Bilder. Jede Figur steht für sich allein. Niemand kommuniziert mit dem anderen. Obwohl sie in einer Gruppe stehen, spricht keine Figur mit einer anderen. Kein Auge schaut in die Augen der anderen. Wir wünschen uns gute Beziehungen zu Griechenland. Wir wollen keine Schranken an dieser Grenze. Für uns, die Vertriebenen aus dem griechischen Teil Makedoniens, ist die Grenze ja nicht erst seit 6 Monaten, sondern schon 50 Jahre lang verschlossen. Wir möchten diese Grenze öffnen. Wir möchten kulturellen Austausch und Freundschaften. Sie sollen zu uns kommen und wir zu ihnen reisen dürfen. Die Angst muss verschwinden, dass wir Griechenland etwas antun könnten. Wir haben überhaupt keine solchen Absichten. Und außerdem wäre es von unserer Stärke her ohnehin unmöglich. Wir sollten in Eintracht europäisch leben. Etwas mehr Zivilisation wäre vonnöten. Wir sollten uns an Ländern wie Deutschland, England oder Frankreich ein Beispiel nehmen.